Kauft regional. Das hört sich gut an. Das ist umweltfreundlich und nachhaltig. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Medias in Res. Nun ist es so, dass unsere Lebensmittel von der Landwirtschaft produziert werden. Und die wird, wie ich ja schon länger thematisiere, von der Politik massiv gegängelt. Zum größten Teil aus ideologischen Gründen und utopischen Vorstellungen, die weder sach- noch fachgerecht sind. Jetzt ist es so, dass die Zahl der Tierhalter zurückgegangen ist und auch die Zahl der Tiere. Und zwar nicht nur, weil die Zahl der Tierhalter zurückgegangen ist, sondern auch die Zahl der pro Tierhalter gehaltenen Tiere ist zurückgegangen. Das liegt an verschiedenen Faktoren. Einer der ständig vorhandenen Faktoren ist mit Sicherheit die Politik, die die Tierhaltung hier in Deutschland und in Europa immer mehr erschwert, aber auch natürlich so Situationen wie die Schweinepest und Corona. Jetzt war gerade wieder eine Meldung zu lesen, dass also immer mehr gerade Schweinehalter und Schweinezüchter, also Schweinemester und Schweinezüchter, ihre Betriebe aufgeben. Sie sehen keinen Sinn mehr in Europa beziehungsweise und ganz besonders in Deutschland, Schweine zu züchten und sie dann zu mästen und sie dann an die durch die europäischen Vorgaben entstandenen Großschlachtbetriebe quer durch Deutschland karren zu lassen, um dann am Ende für ein Appel und ein Ei ihr Schwein verkauft zu haben und dann noch beschimpft zu werden. Und das, ja, ich sag nochmal, es mag manche freuen, dass die Tierzahlen zurückgehen und dass vorgeblich dadurch das Tierwohl gesteigert wird. Ja, das mag durchaus sein und wir bekommen dann im Handel dieses tierwohlgerechtere Fleisch auch zu weit höheren Preisen, 30% ist so der Mindestaufschlag, verkauft. Aber es wird vielleicht auch dieses Tierwohlfleisch gar nicht mehr geben, wenn niemand hier in Deutschland mehr bereit ist, diese Tiere zu züchten und zu mästen, wenn bei den Landwirten, die sich dazu überhaupt noch bereit erklären, auch bei den gesellschaftlichen Anfeindungen, die sie permanent bekommen, ja, wenn das Geld bei ihnen gar nicht ankommt, sondern irgendwo so im Handel und in den Zerlegebetrieben verschwindet. Das heißt, sie haben mehr Aufwand, sie haben geringeren Output und sie bekommen das, was sie da produziert haben, nach unseren Vorstellungen von einem glücklichen Tier, das bis zur letzten Sekunde ja, ein super Leben lebt, das bekommen sie gar nicht bezahlt. Und warum sollen diese Menschen für unsere Vorstellung davon, wie unsere Lebensmittel aussehen sollen, ihren Lebensstandard aufgeben? Und da kann man verstehen, dass immer mehr ihren Laden dicht machen. Das heißt, Schweinefleisch wird weniger, ebenso wird auch, so hab ich die letzten Zahlen gelesen, sinkt der Rindfleischpreis im Moment. Das hat man an der Ladentheke bisher auch noch nicht gemerkt. Das auch bedeutet, dass selbstverständlich die Rindfleischproduktion zurückgehen wird. Gleichzeitig entstehen auf außereuropäischen Märkten immer mehr Produktionsanlagen eben genau für die Sachen, die es hier in Europa und in Deutschland bald nicht mehr geben wird. Und das müssen wir uns einfach mal vor Augen führen. Da werden die Standards, die wir heute erfüllen hier in Deutschland, werden mit Sicherheit nicht eingehalten werden. Wir sehen das schon bei Rindfleisch, das aus Südamerika kommt. Wer da die sogenannten Feedlots gesehen hat, wo die Rindviecher
bis zu ihren Knien in ihren Fäkalien stehen. Ja, der überlegt sich dann vielleicht nochmal, ob er aus Uruguay oder Argentinien sich ein Filetsteak oder ein T-Bone Steak auf seinen Grill legen möchte. Aber vielleicht haben wir bald nichts anderes mehr anzubieten, weil die Produktion immer mehr ins Ausland verlagert wird. In China entstehen derzeit Schweinemasthochhäuser. Da wird auf 12 Etagen werden Schweine gemästet. In Ställen, das sind Dimensionen, die sind bei uns hier in Deutschland unvorstellbar. Das sind riesige, wirklich riesige Anlagen mit Besatzzahlen, die bei uns niemals, never ever erreicht wurden oder werden. Und das wird genau die gleichen Mechanismen lostreten, wie auch schon im Ackerbau. Ja, es setzt sich langsam durch bei manchen Menschen, dass sie verstehen, dass zum Beispiel Dosentomaten nicht unbedingt in Italien angebaut worden sind, sondern nur in Italien in die Dose kamen. Aber die Plörre aus China im Tomatenpüree-Container angekarrt wurde und dann eben bei uns auf den Tisch kommt als wunderschöne Tomaten aus Italien, wie auch immer. Das, was unsere Politik im Moment betreibt, auch zum Beispiel mit der Flächenstilllegung 4% aus der Produktion nehmen, Düngereduzierung sowie auch zunehmend das Verbot von Pflanzenschutzmitteln, das wird unsere Ernährungslage hier in Europa im 21. Jahrhundert massiv belasten. Und die Frage ist, ob wir uns das überhaupt leisten können. Darüber sollte man in der Politik vielleicht mal nachdenken. Schön, dass Sie auch heute zugehört haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, Servus bei Medias in Res.